Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egos und Spiel Civilization 5. Wir haben hier einen römischen Archäologen, der wassern kann, aber nicht am Wassern ist. Und Jerewan. Ja klar, wir sind ja auch vor Jerewan. Sorry, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich war ganz woanders gerade mit meinen Gedanken. Wir haben eine Armee, die auf dem Weg nach Muangsaluang ist, um dort A, die regelmäßig auftauchenden Barbaren niederzustrecken und sich in Position zu bringen, dann Sukhothai in die Zange zu nehmen, sobald wir in Satchanalai dann auch Einheiten bauen und kaufen können. Sobald wir 600 Gold haben, werden wir dort ein Gerichtsgebäude bauen, um die Stadt von der Marionette komplett in unser Reich zu annektieren und integrieren. Bis dorthin ist es noch ein weiter Weg. Wir sehen aber auch, dass es mit den Einheiten von Siam nicht ganz so gut steht. Sie haben hier oben ein Lossier, sie haben vereinzelt eine Kanone. Sind die eigentlich im Krieg, sagen wir? Krieg erklären? Nein. Auf keinen Fall Krieg erklären. Wo denkst du hin? Aber Krieg und gegen hier. Was war. Oh! Das ist alles, was du willst. Du willst ein paar Krabben, du willst ein paar Pferde und offene Grenzen, die kriegst du. Ich will auch offene Grenzen vorschlagen. Non völlig sport, das ist graus. Ja, reg dich nicht auf. Aber mein lieber, ja, Cäsar. Gerne. Bene. Die reiben sich weiter auf. Wir werden unsere Machtposition weiter verstärken. Und dann sonst ist es hier so ein bisschen kabbeln. Während wir hier in Position gehen, die Armee macht sich auf dem Weg hier hoch. Kommst du hier hoch? Wir können ihnen offene Grenzen schenken. Botschaft vorschlagen. Das wird reichen. Sehr gut. Wollen wir gleichzeitig offene Grenzen? Geht gar nicht. Magst du einfach nur meine offenen Grenzen? Dann muss er annehmen. Klar. Und das erlaubt ihm jetzt natürlich, seine ganze Armee hier hochzuziehen, um dann, sobald es zum Krieg kommt, hier irgendwo positioniert zu sein oder da, so ganz woanders. Und wir können von dort aus uns einen schönen Lenz machen. Da geht's uns gut. Wir werden hier vor den Toren Roms stehen bleiben. Gut, Rom ist jetzt ein bisschen übertrieben. Vor den Toren hier stehen bleiben und warten, wie es weitergeht. Sind hier wunderbar aufgestellt, um weiter Trouble zu machen. Da freue ich mich drüber. Hier wird das Gelände auch wieder ein bisschen wegbarer. Das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so lange Wege in Kauf nehmen. Geht alles ein Ticken schneller. Hervorragend. Nächste Runde. Der Ritter bleibt hier. In 10 Runden können wir ihn zum Lancier. Kavallerie zur Kavallerie upgraden. Auch nice. Und dieser Lancier wird dort unglücklich sein, beziehungsweise wir sind unglücklich. Hier ist noch ein Lossi. Wir sehen, dass Siam hier auf Kanonen geht. Die uns aber so ein bisschen egal sind, auch die Kanonen. Hier oben haben wir schon gesehen, kommt es zur ersten kriegerischen Auseinandersetzung. Hier hingegen, können wir unseren Ritter, du heilst. Hier bauen wir Zoos. Hier ein Arsenal. Osaka. 21 Unzufriedenheit wieder. Oh, Junge. Haben wir etwa unsere Luxusressource weggegeben, von der wir nur eins haben? Klassischer Ingolson. haben wir wohl. Nun denn. Sag mal, jetzt, wo wir so gute Freunde sind. So what day. Okay, du bist ein bisschen vorsichtig. Kann ich verstehen. Ja, du hast gar keine Luxusressource. Na gut. Aber du hast auch keine Luxusressource. Und willst keine von uns haben. Nun gut. Langsam aber sicher wird hier ein Schuh draus. Langsam aber sicher kommen wir hier an. Wer hätte es gedacht? Wir halten uns bei den Bukarest auf. Gehen hier unten noch mal ein bisschen aufklären. Ne? Noch die letzten Nebelfelder hier zunichte machen. Wir müssen hier gar nicht stehen bleiben. Wir können so. Wir können doch angreifen. Das ist unser Feld. Der will da.
Der will da rein, I see. Ja. So, eine Einheit mit mehr Sichtweite, das wäre toll. Okay, den Krieger, selbst einen Krieger kriegen wir nicht hingerafft. Da haben wir keine Vorbildungspunkte mehr für. Hier brauchen wir keine Angst haben, dass uns was passiert. Wir sind nur von Freunden umgeben. Hervorragend. Aber das mache ich hier nicht mal. Wenigstens, also, könnt ihr tauschen. Jetzt. Große Generäle, weit und breit. Ich gehe nicht davon aus, dass wir hier noch auf der Stadt treffen. Oder doch? Nee, die wäre ja dann. Nee, die wird sich ja schon längst hier ausgebreitet haben. So kulturell unterwegs, wie er ist. Nächste Runde. Unsere Flotte ist jetzt, hat hier zusammengefunden. Der barbarische Bautrupp hat sich hier zurückgezogen. Und wir sehen, dass die Armee von Sukhothai hier oben entlang marschiert. Und jetzt haben wir auch einen schönen Einblick, wie groß sie ist. Das sind einige an Kanonen, Gatling-Kanonen, Lanciers und nochmal Kanonen. Das kann uns nur recht sein. Da haben wir gar kein Problem mit. Kommen wir wieder zurück. Hier auch. Was war dein Ding? Warten. Dann Einheit befördern, unwegsames Gelände in Wien. Das brauchen wir viel mehr. Kannst du jetzt, wo mal cool sind, kannst du auch hier rüber wassern und hier an Land gehen, dann bist du viel schneller da. Das sind Barbaren. No problemo. Wir gehen hier mit hoch, schneiden den bösewichtenden Weg ab. Du wartest noch. Komm hier hin, kannst nicht angegriffen werden. Und da ist dann auch schon wieder Sense. Jetzt hoffen wir, dass die Gatling-Kanone auch noch den Schützen angreift. Und gut ist, ja, jetzt schlawenzelt sie hier rum, komm hier nicht vorbei, weil wir alles zustellen. Haben wir schon mal besser gelöst. Da oben kommen schon die Römer. Und das Schlachtfeld wird dann hier in unseren Reihen sein, oder wie, wenn ich das richtig sehe. Boah, was sind denn das für Überschützen? Endlich zerstört. Oh, und hier muss man wirklich in Kauf nehmen, dass wir geplündert worden sind. Anfängerfehler. Hier machen wir Platz. Ja. Dann können sie sich da vorbeischlängeln und sich aufreiben gegeneinander. Die Frage ist, ob wir überhaupt noch auf Wissenschaft gehen sollen. Klar, in Ulundi haben wir mit 30 Wissenschaft schon einiges mit einer Universität, die wir kaufen könnten. Plus 33% nochmal. Brauchen wir eine größere Armee? Ja. Können wir sie uns leisten? Wollen wir hier die Stadt annektieren? Ja, ein Griffsgebäude kaufen? Auch ja. Für 600 Gold. Aber noch 80. Das passt. Sie machen auch bei 21 Unzufriedenheit. Das Unding ist. Aber immerhin. So, Jerewan. Wie sieht's aus? Wie viel brauchen wir? 22 Einfluss. Das kriegen wir hin mit 500 Gold. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Wollen wir zuerst nach Sukhothai oder wollen wir Neapolis einnehmen? Haben dann die komplette Flanke hier frei, um nach Rom mit unserer Flotte zu flotten. Wer ist denn der gefährlichere Gegner? Punktetechnisch sind sie beide einigermaßen gleich. Spionage können wir auch mal machen. Wie wäre es damit? Die schicken wir nach Rom als Spionon und die schicken wir nach Sukhothai als Spionatei. Bestens Einheit befördert. Ach, da guck hin, gegen verschiedenste Einheiten, Städte. Wie sind wir denn aufgestellt? Wir haben hier 4 Schützen. Wir haben 5 Schützen. Wir haben 3. Wo ist er hin? Niemand weiß. Drei Belagerungseinheiten. Das können wir hoffentlich auch irgendwann nochmal upgraden. Mit einem Doppelschuss. Und eine Fernkampfeinheit. Ein Ritter bringt uns nicht viel. Du kommst noch mit. Das Eisen fehlt uns jetzt, ne?
Wir warten hier genauso, wie wir da stehen. Dann sollen sie hier entlang hoch zu den Römern, die von hier kommen. Wir machen hier ein bisschen Platz. Hier gewinnt man nicht unbedingt, deswegen lassen wir das mal mit dem Kampf. Nochmal Bahnlager entdeckt, bei dem wir aufpassen müssen, dass wir keine Einheiten, Baueinheiten geklaut bekommen. Aber es sind auch in wenigen Runden da mit dieser Einheit. Dann haben wir großen General. Bestens, nächste Runde. Minus 27. Ah, er hat ja gegen die gegen Bukarest gekämpft. Mhm, sehr gut. Rebellen sind aufgetaucht. Auch sehr gut positioniert für uns. Da stellen wir uns direkt davor, damit sie so wenig plündern können wie irgend möglich. Da gehen wir ein bisschen weg. Karawane geht nach Jerewan. Fürs Gold minus 27, es wird immer schlimmer. Aber wenn wir jetzt hier und da noch geplündert werden oder was? Holla die Waldfee. Nun gut, aber Ritter sind ja kein Problem. Wir gehen in Stellung. Wir rittern hier. Trotz der immensen Kampfmalus, den wir hier haben. Aufgrund der Unzufriedenheit. Aber was willst du machen? Steckst du nicht drin. Bleiben hier. Ziehen dich noch mit. Jetzt kommen mit dir noch rüber. Und hier so. Da so. Gut so. Nächste Runde. Künstlergilde-Pyramiden, staatliche Hochschule. Münsterstadt, Hafen in Wien. Bringt nicht viel. Wir brauchen mehr Schiffe. Brauchen mehr Karavellen. Brauchen wir die? Eigentlich nicht. Wenn wir was brauchen, das ist mehr Eisen für mehr Fregatten. Deswegen bauen wir einen Freibeuter. Und komm hier. Komm hier rum, um da aufzuräumen. Oh Gott, Fedor. Die was Wahlen. Geht gar nicht. Nun. Auch nicht. 3 Gold pro Runde. Ja, besser als nichts. Und wenn es dann, so Krieg kommt, fehlt ihm das. Ist auch gut. Wir versuchen hier unseren Verbündeten in Budapest zu helfen, die mit 73 Einfluss bei Siam unterwegs sind. Nun gut. Und wir machen hier Platz, damit sie vorbeikommen. Das ist klar. Ist doch eine größere Truppe als gedacht. Okay. Dich wollte ich und dich bitte. Jawohl, ja. Du wartest. Ah, es geht hier oben auf Plündertour. Ah. Hier ist klar. Und hier gehen wir hier oben hin. Wo können wir angreifen? Hier oben. Na, jetzt wird es aber hier ein bisschen crazy. Und du kommst in die Stadt. Du bist mir zu wertvoll, als dich hier draußen irgendwo zu verlieren. Kanonen, Kanonen, Kanonen. Wir hätten es einfach... Einheit verloren? Nein, Beförderung ist klar. Hier auch. Okay, Siam baut einen Eiffelturm und Caesar baut das Brandenburger Tor. Wir kommen hier oben hin. Wir gehen hier auf Hügel. Ah, wir haben Bauarbeiter verloren. Das war das. Der Sound Cue. Salzburg. Auch du findest den Weg hier hin. Und wir bleiben hier. Ich glaube, dass es einfach ist, gegen Sukhothai zu kämpfen. Ich glaube, that's the way to go. Weil wir haben jetzt sehr viele Infos über Sukhothais Hauptstadt. Wir sind auf dem Landweg. Und vor allem hat er 2 Flugzeuge. Und da gilt es jetzt, schnell reinzugehen, bevor eine Luftflotte weiter aufbauen kann. Von daher
sehe Sukutaya als unser nächsten Gegner. Ja. Runde zum Wählen. Wir brauchen mehr Karawanen. Nächste Runde 25 Unzufriedenheit. Neuer Rekord, glaube ich. Aber erst in 10 Runden, wenn die Stadt hier sich nicht mehr im Widerstand befindet. Wir sind bei minus 6 Gold. Ausgaben für eine Geländefeldmodernisierung. Hauptstadt, Handelswege. Irgendwie läuft es gerade gar nicht. Läuft gerade gar nicht. Gut, dass die Barbaren hier plündern ohne Ende, kommt mir natürlich jetzt nicht gerade entgegen. Und wenn wir weiterhin so viel Gold verlieren, dann müssen wir auch schauen, wie wir das ausgleichen wollen. Wir machen denen hier Platz. Wir machen denen Platz, damit sie an uns vorbei können. Und wir sie dann in den Rücken, wir ihnen dann in den Rücken fallen können. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Correct me if I'm wrong. Müssen hier irgendwie kommen wir da auf keinen grünen Zweig. Wir haben doch hier eine Einheit hingeschickt. Wo ist sie denn? Hier. Du kommst jetzt mal hier rüber. Und hatten wir nicht auch noch einen Ritter? Ja, du kommst auch hier rüber. Noch ein Zivilist gefangen genommen. Aber der gehört ja zu uns. Da mal wieder verloren, ey. Wir bleiben hier. Müssen hier angreifen. Und gehen hier zur Seite. Sehen, dass wir da Lossiers Kanonen ohne Ende haben. Wollen aber nicht so wirklich, ne? Haben wir es jetzt doch davon abgehalten, hier hochzugehen. Schauen wir mal. Wir können das gewinnen, würden in der nächsten Runde dann höchstwahrscheinlich gegen den Bogenschützen verlieren. Das will ich nicht. Gegen den Bogenschützen verlieren. Und auch hier gehen wir zur Seite. Und hier gehen wir runter. Und hier ziehen wir uns zurück. Da warten wir, da warten wir, da warten wir, da warten wir, da warten wir. Und wir können noch einen großen Admiral kaufen. Aber das müssen wir jetzt echt nicht machen. Aber es wird Ambrosschütze. Ambrosschütze haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Freibeuter. Brauchen noch mehr Schützen. Geht kein Weg dran vorbei. Handelswege, um nochmal irgendwo 8 Gold rauszuzwacken. Das wäre gut. Wir haben 55. Das heißt, er kann uns die nächste Runde töten, oder was? Nee. Wir können hier oben die Bestie töten. Immerhin. Vier Lossiers, aber gut. Wir sind bei minus 25 Zufriedenheit. Das denke ich mir. Aber wäre das nicht besser, wenn sie an unsere Luxusressourcen abnibbeln, abzwacken. Wo ist er hin? Kann er nur hier sein, ja. Und hier gewinnt man nicht direkt. Wow. Okay, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Meine Stadt zurück. Und ja, hier müssen wir ja schon hoch, ne? Hier auf der mittleren. Und ab hier rüber. Junge, Junge, Junge. Hierhin. Hierhin. In Stellung gehen. Nicht angreifen. Na toll. Dann mit ihm tauschen. Du schaust auch, dass du da irgendwo hinkommst. Perfekt. Dich möchte ich gar nicht bemühen. Du kommst hier hoch. Nächste Runde. Jetzt. Das sind Truppenbewegungen, die ich sehen möchte. Währenddessen gehen wir mit der guten Einheit hoch. Machen Speerfeuer.
Gehen hier nochmal drauf. 24 nur. Gehen auf das Feld. Greifen hier an. Nehmen den von hier aus mit. Hervorragend. Und sollten jetzt auch ein bisschen Ruhe haben. Küstenräuber, Marineeinheit, gegen Marine. Wir gehen ja nirgendwo rein, wenn wir nicht sicher sind, dass wir da gewinnen. Okay, wie lange brauchst du bis hier? Bis 12 Runden. Viel Erfolg. Wie ist hier noch weiter rumstreunern zu lassen? Pattsituation, das ist allerdings. Das gewinnen wir safe. Straße? Wohin denn? Hier runter oder was? Ja, machen wir Automatik. Minus 18 Gold pro Runde. 22 Unzufriedenheit. Aber schon den nächsten Krieg planen. Luxusgut verbieten, Luxusgut verbieten. Ich bin gegen beides. Abgeordnete einsetzen. Einheit befehligen. Warten, warten. Schwartenmagen. Und heilen. Oh, wir können sie upgraden zum Nossier. Und sobald unsere Kanonen und so Artillerien für zur Runde abgequert werden können, machen wir das, wenn wir das Geld haben, wo ich mir echt nicht sicher bin. Und da haben wir getötet. Okay, jetzt bedeutet das erstmal. Du kommst zurück in die Stadt, wartest dort. Du kommst hier hoch, stellst sicher, dass dir da nichts passiert. Du gehst in die Stadt, die Karawane kann nach Kuala Lumpur für 7 Gold pro Runde. Wir können noch, wir haben 5 Handelswegen. Okay. Hier unterstützt uns anscheinend die römische Weltkriegsinfanterie bei der Verteidigung der Stadt vor Barbaren. Gehen hier runter, gehen hier runter. Heilen. Hoppla. Heilen, heilen. Sind hier mit weiteren Karawanen am Start. Großer Admiral, großer Prophet. Heilige Städte bauen, bringt es nicht wirklich was. Wie kommt es eigentlich, dass mir ein Kolosseum nach dem anderen bauen und irgendwie nicht rumkommen mit Zufriedenheit. Was gibt's denn noch, was Zufriedenheit bringt? Observatorium, Akademie der Wissenschaft, der Souveränität. Schreine, wir können Schreine bauen. Gut und günstige Schreine. Wien, 2 ist klar. Ulundi, noch ein Schützen. Da haben wir gerade einen Schrein. Osaka. Ist gar nicht annektiert, stimmt. Den Einschüssen brauchen wir noch. Monument brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Gegenfernangriffe. Weil wir viel Zeit vor Städten, feindlichen Städten verbringen werden. Wird nicht ruhiger hier unten. Okay. Warten, warten. Und der Schütze heilt. Nächste Runde. Kann nicht lange dauern, bis wieder neue Barbaren auftauchen. Und den haben wir doch hoffentlich zerstört. Oder nicht? Ja. Und schon haben wir wieder unsere Einheit. Das ging ja schnell. Wir bauen außerdem noch Kornspeicherkammer, Aquäduktwerkstatt, Künstlergilde, Pyramiden. So unnötig, aber irgendwie auch geil. Staatliche Hochschule, ich glaube, die brauchen wir schon. Wissenschaft ist, boah, ist schon richtig wichtig. Sonst können wir Inquisitor, Prophet, Admiral, Missionar. Bringt ja alles nichts. Bringt ja alles nichts. Tempel, Glauben, Militarismus aber nicht. Jungpioniere. Ey, lass uns die Pyramiden bauen, so. 2 Bautrupps. Kultur plus 4. Beste.
Aqueduct Bank. Bank ist gut. Ikanda ist gut. Und Schrein. Schrein gibt es doch nicht. Plus 1 Zufriedenheit. Hm. Dann baue eine Bank. Oh, und nächste Runde sind wir Minus. Ich glaub's nicht. Da müssen wir gegenwirken. Ach, jetzt können wir nicht. Nun gut. Wir haben dich. Können dich upgraden. Gehen hier hin. Wenn man nicht angreifen, ist auch nichts gewonnen. Wir gehen eins zurück. Und ja, 11 Runden, bis das Dynamit erforscht ist. Dann kann man eigentlich nicht warten, ne? Wenn wir jetzt angreifen, mit was haben wir es dann zu tun? Vereinzelte Weltkriegsinfanteristen, Kanonen, die können schon hier runtergehen und sich die Stadt schnappen, aber wenn sie da runtergehen, haben sie halt ihre Hauptstadt links liegen gelassen. Von daher würde ich auch hier einfach weiter mich zurückziehen und das Schlachtfeld meinen beiden Nachbarn überlassen. Viel Spaß. Da kommen sie zusammen. Es sind aber viele Weltkriegsinfanteristen, die da aufgefahren werden. Die Aufständischen machen ihr Ding. Ich mach meins. Hier sind neue Aufständische. Können wir das? Nee. Okay. Dorthin schicken. Schrein ist fertig. Tempel bringt nichts. Observatorium wird was bringen. Garten. Windmühlenwerkstatt, Waffenkammer, Universität. Universität ist gut. Uiuiuiui. Ich glaube, es werden nach und nach Gebäude verkauft, ne? Hoffen wir mal, dass es. Was macht Osaka eigentlich? Gar nichts. Baut nichts mehr. Keine Produktion. Da macht er wenigstens Geld oder so. Verwaltung von Bürgern. Goldfokus ist auch okay. Nächste Runde. Zack und zack. Zack und. Zack. Und abwarten. So, dann haben wir hier zumindest schon mal ein bisschen was gemacht. Große Händler werden schneller verdient. Ihr erhaltet doppeltes Gold aus Handelsmissionen von großen Händlern. Wir möchten Kauf von Landsknechten. Der Kauf von Objekten in Städten kostet weniger. Plus heißt Wissenschaft. Plus bei Zufriedenheit durch jedes Luxusgut wird uns natürlich gut reinlaufen, aber das ist ein weiter Weg. Von daher nehmen wir erstmal die großen Händler. In der Hoffnung, dass wir demnächst mal wieder einen bekommen. Und zwar nächste Runde. Und ihr verdient dann auch mehr. Das ist auch gut. Insofern, als dass wir das Geld richtig gut brauchen können. Ne? Großer Händler, großer Schriftsteller und der große Armbrustschütze hier muss nichts machen, denn die Aufständischen sind weg. Wir haben gerade einen Ritter verloren, der gegen den schon sehr geschwächten Schützen nichts machen konnte. Gut, weniger Unterhalt pro Runde. Du wirst hier heilen. Du wirst hier heilen. Der große Händler kann hoffentlich ohne weiteres hierhin 5 Runden oder 4 Runden. Wird er das überleben? Ich glaube schon. Und du kannst ein politisches Traktat schreiben, um von 21 auf 13 Runden zu reduzieren, die Wartezeit auf nächste Sozialpolitik. Bevor es in die nächste Runde geht, kommst du hier hoch, damit nicht noch mehr geplündert wird. Und dann freue ich mich darauf, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Sonn.